Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier auf der Plattform von der Aktienlust. Normalerweise ja um 17 Uhr die Live-Schalte zwischen Jürgen und mir, die sogenannte Börse kompakt. Jürgen allerdings momentan in Urlaub. Und da habe ich gesagt, okay, dann übernehme ich das. Werde natürlich über den heutigen Handelsverlauf mit Ihnen sprechen, werde natürlich dementsprechend dann auch mal aufzeigen, was diese Woche alles auf der Agenda steht und habe mir dazu heute dann auch mal einige Einzelaktien rausgepickt, die durchaus adäquate Zahlen hatten. Ja, schauen wir direkt mal drauf auf den Markt. Ja, der DAX aktuell bei 13.193 Punkte, heißt, wir kämpfen so ein bisschen um die Marke von 13.200, aber das ist ja durchaus auch in Ordnung, denn wir dürfen halt eben die Marke von 13.000 nicht mehr nach unten durchbrechen, weil sonst könnte es tatsächlich auch noch etwas tiefer gehen. Also gerade leichtes Minus für den DAX, auch TecDAX und SDAX jeweils im Minus, einzig und allein mit einem ganz winzigen Plus. Der MDAX kämpft mit einem Plus von 0,04% bei 26.787. Ja, auch ein Blick an die Wall Street ist ja notwendig, nachdem wir ja am Freitag gesehen haben, dass die Indizes da allesamt dann doch in den Keller gegangen sind, obwohl man sagen muss, dass auf Wochensicht letzte Woche gerade bei Dow & Co. ordentlich Gewinne eingefahren worden sind. 3,4% hat der Dow Jones allein letzte Woche gemacht im Vergleich. Unser DAX dazu 3%. Also auf Wochenbasis war das letzte Woche alles in Ordnung. Ja, der Dow kämpft sich auch gerade rauf, 0,2% bei 31.964. Ja, Nasdaq 100 mal wieder im Minus, 0,6% bei 12.327. Und der S&P 500, ja, der hält sich in etwa auf Freitagsniveau bei einem Plus von 0,06%. Ja, wir haben trotzdem, dass wir heute wirklich dann wenig nach unten fallen. Trotzdem haben wir weiter wachsende Risiken, gerade durch einen Konjunktureinbruch. Da scheint man heute ein bisschen drüber hinwegzuschauen. Aber wir hatten heute den IFO Geschäfts-IMA-Index. Und der sollte eigentlich durchaus als Warnzeichen, als Warnsignal und das ernst zu nehmen betrachtet werden. Denn der ist im Juli massiv nach unten eingebrochen von 92,2 Punkten, jetzt dann auf 88,6 Punkte. Also heißt im Prinzip die Angst der deutschen Unternehmer vor einer Gaskrise, die ist natürlich massiv daher. Und das IFO-Institut sagt auch ganz klar, man sieht Deutschland durchaus an der Schwelle zu einer Rezession. Verständlich wohl auch, wir haben hohe Energiepreise und wir haben eine drohende Gasknappheit und dass sich da natürlich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft natürlich verschlechtert, das sollte natürlich verständlich sein. Die Ängste, die Befürchtungen sind natürlich vor allen Dingen da und man hat natürlich auch Ängste vor einem Abschwung, vor allen Dingen der deutschen Wirtschaft. Ja, aber in Amerika sieht es auch nicht wesentlich besser aus, auch die USA, und das hören wir ja immer wieder von Marktteilnehmern, von Analysten, könnten durchaus in eine Rezession rutschen. Umso wichtiger, da sind wir auch schon beim ersten Termin diese Woche, umso wichtiger natürlich diese Woche das Thema Federal Reserve und Notenbank. Ja, mittlerweile rechnen sogar 77,5% der Marktteilnehmer mit einer Leitzinserhöhung letztlich von 75 Basispunkten. Und dann haben wir die kleine Minderheit noch von 22%. Die erwarten sogar einen Zinsschritt um einen vollen Prozentpunkt. Also müssen wir abwarten, was Jerome Powell und seine Mannen da diese Woche dementsprechend beschließen. Man hat ja schon ein paar Mal an der Zinsschraube gedreht, aber wie gesagt, die geldpolitische Strategie dingt natürlich bei einer Inflation von 9,1%, dass natürlich auch Amerika handelt. Das kann man nicht einfach so stehen lassen und dementsprechend natürlich Zinsen nach oben. Aber man hat natürlich klar auch in Amerika Ängste davor, dass eine anhaltende, drastische Zinserhöhung natürlich die US-Konjunktur letztlich abwürgen könnte und somit natürlich auch die amerikanische Volkswirtschaft
in eine Rezession fallen könnte. Das ist natürlich das Risiko, was natürlich jetzt Jerome Powell und seine Mannschaft rund um die Federal Reserve ganz klar natürlich abwägen müssen. Ja, ansonsten schauen wir mal halt eben auf das, was wir sonst noch hatten. Der Goldpreis geht heute ein bisschen rauf. Feinunze heute bei 1731 Dollar, also 0,4%. Die man da aktuell zulegen könnte. Ansonsten hatten wir jede Menge Nachrichten heute aus Deutschland. Und da möchte ich auch mal ein bisschen drauf eingehen, weil wir haben Volkswagen letzte Woche Freitag gehabt. Big Bang. Ja, hat man gehört. Herbert Diess verlässt das Unternehmen zum 1. September. Also der CEO geht und wird jetzt von Oliver Blume ersetzt. Der ist aber auch zugleich der Chef der Sportwagen-Tochter Porsche. Und das soll er auch bleiben. Klar, dass da natürlich einige Aktionäre und Investoren sagen, das ist eine große, große Aufgabe. Das eine wie das andere, ob diese Doppelbelastung da tatsächlich zu schaffen ist. Ja, da macht man durchaus ein paar Fragezeichen hin. Ja, die Aktie von Volkswagen heute bei 132,40 lag allerdings heute im ersten Handel dann doch sogar noch etwas schwächer, nämlich bei -2%. Aktuell hält sie nur ein Minus von 0,8%. Ja, übrigens mal ganz am Rande vermeint, ja, laut Insidern kam wohl der Anstoß zur Trennung von Herbert Diess von den VW-Eigentümerfamilien Porsche und Piëch. Ja, und Ferdinand Piëch, weiß man ja, ja, mit dem ist nicht immer unbedingt zu spaßen. Also ab 1. September Oliver Blume, dementsprechend neuer CEO bei Volkswagen. Ja, dann hatten wir noch das Geschäft bei Condor. Condor sattelt komplett auf Airbus um. Das ist natürlich eine sehr, sehr interessante Nachricht. Ich meine, wenn man mal die Bestellung genau anschaut, dann umfasst die wohl an die 13 Mittelstreckenjets und 28 Exemplare der Long Version A321 Neo. Das heißt also, Condor sagt sich, okay, wir wollen unsere älteren Modelle, die ganzen Spritfresser, ganz klar durch Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge ersetzen. Naja, dementsprechend ein guter Auftrag für Airbus. Airbus aktuell bei ca. 105 Euro, leichtes Plus heute von 0,25%. Bekommen wir übrigens auch diese Woche noch Zahlen von Airbus. Ja, und wenn es einem schon nicht gut geht, ja, dann bekommt man auch noch Stress von der anderen Seite, so aktuell bei der deutschen Lufthansa. Ja, da wird an den Flughäfen natürlich gejammert, nicht nur, dass halt eben die Abfertigung alles viel, viel zu lange dauert. Nein, die Lufthansa streicht auch noch weit mehr als 2000 Flüge. Ja, und das passt natürlich den Kunden, den Flugpassagieren überhaupt nicht. Ja, Eckart Spohr hat sich hier tatsächlich schon bei seinen Kunden entschuldigt per Brief, aber das nutzt natürlich auch nichts. Und jetzt kommt dann auch noch die Gewerkschaft Verdi und ruft mitten in der Ferienhochsaison dementsprechend dann auch noch das Bodenpersonal zu Warnstreiks auf. Das ist natürlich ein Tüpfelchen auf dem i, muss man sagen. Ja, und zwar, klar, es geht natürlich um die laufenden Tarifverhandlungen für die etwa 20.000 Beschäftigten. Und die wollen hier natürlich auf die Lufthansa nochmal ordentlich Druck machen. Warnstreiks beginnen dementsprechend am Mittwoch früh, mitten in der Nacht, und sollen dann bis Donnerstag früh um 6 Uhr gehen. Die deutsche Lufthansa, ja, der Kurs bei 5,99 Euro, heute leichtes Minus von 0,8%. Ja, das sind natürlich Nachrichten, die man letztlich überhaupt nicht braucht, muss man sagen. Ja, dann haben wir eine Aktie, wo wir enorm viel Interesse drauf sehen. Ja, die Aktie von Uniper. Naja, Uniper ist ja jetzt zuerst mal gerettet worden. Ja, milliardenschwerer Einstieg des Deutschen Bundes. Und ja, muss man natürlich sagen, dass das natürlich ganz klar zu einer Verwässerung der Aktionäre führt. Und wir wissen ja, wenn der Bund irgendwo einsteigt, das haben wir ja zum Beispiel bei der Commerzbank auch gesehen, ja, dann ist halt eben zuerst mal Schluss mit
lustig bei einigen Sachen. Da gibt es nämlich vorläufig keine Dividende mehr. Und auch die Boni für die Vorstandschaft, ja, die wird vorläufig natürlich auch mal gestrichen. Soweit sollte das schon mal klar sein. Und wenn wir uns das jetzt überlegen, heute nochmal Druck auf Uniper. Teilweise 11% ist die Aktie nach unten gefallen, auf ein neues Rekordtief von jetzt nur noch 6,65 €. Letzte Woche Freitag fast um 30% gefallen. Und keiner weiß natürlich auch so genau, wie geht es denn da jetzt weiter? Klar, natürlich mit den Gaslieferungen aus Russland. Und jetzt hauen dementsprechend dann auch noch die Analysten drauf, wie zum Beispiel JP Morgan hat das Kursziel für Uniper ja mehr als nur gestrichen oder kassiert. Ursprünglich lag man hier bei einem Kursziel für Uniper von 32 €. Jetzt hat man wirklich sämtliche Daumen gesenkt auf nur noch 5,50 €. Das Kursziel und von Overweight heißt Übergewichten auf total Untergewichten gesetzt. Das ist natürlich dann noch ein Top obendrauf. Ja, wie es da weitergeht, das weiß momentan niemand so genau bei der Uniper. Und wie gesagt, wie es mit der Gaskrise weitergeht, das wissen wir ja auch nicht. Und das wird sich letztlich auch zeitnah nicht unbedingt lösen lassen. Heißt also mittlerweile die Uniper bei einem Allzeittief angekommen. Dann hatten wir heute Zahlen von Knaus Tabbert, großer Wohnmobilhersteller, aber die kämpfen wohl auch aktuell mit Lieferengpässen und vor allen Dingen mit Preissteigerungen. Und dementsprechend hat man gesagt, okay, Prognose fürs laufende Jahr können wir so nicht halten. Die müssen wir dementsprechend absenken. Und jetzt soll der Umsatz zwar um 8% auf mehr als 1 Milliarde steigen, aber das bereinigte Betriebsergebnis, das EBITDA, das dürfte davon lediglich mehr als 6% halten. Also dementsprechend auch Knaus Tabbert etwas unter Druck. Lieferengpässe, Lieferkettenunterbrechungen und Preissteigerungen, das muss man natürlich den Kunden zuerst einmal bei den Wohnmobilen vermitteln. Ja, die Aktie heute bei 29,40 €. Ja, dann hatten wir noch Nachrichten aus dem Schwäbelände, nämlich von Bechtle. Ja, altes, bekanntes IT-Haus. Ja, und die scheinen eher den Lieferengpässen tatsächlich zu trotzen und die Stirn zu bieten. Die haben nämlich ganz klar gesagt, trotz des zweiten Quartals und der Lieferengpässe, gerade für Chips und Rohstoffe, hat man den Umsatz von April bis Juni, also im letzten Quartal, um 13% auf immerhin 1,4 Milliarden Euro immerhin noch gesteigert. Ja, und der Gewinn vor Steuern, der hat sich um 8% auf rund 88 Millionen Euro erhöht. Und damit lag man immerhin 10 Millionen Euro, als halt eben die Analysten geschätzt hatten. Was ist der Dank da heute für? Ein ordentliches Plus für Bechtle von 5,3%, die Aktie bei 42,27 €. Ja, und auch Atos Software, großes Softwarehaus aus München, ja, die sind auch relativ gut gelaunt, schauen positiv in die Zukunft hinein und die halten jetzt nach den Zahlen des zweiten Quartals an ihrer Umsatz- und Gewinnprognose fürs laufende Jahr fest. Ja, Atos macht ja im Prinzip Personalplanungssoftware. Ja, und da rechnet man immerhin mit einem Umsatzwachstum von 13% auf 110 Millionen Euro. Also auch hier jede Menge positives nach vorne denken, jede Menge positiver Ausblick. Und man muss dazu sagen, wird auch heute belohnt. Atos Software liegt mit einem Plus von 3,5% gerade im Markt bei 146,20 €. Und dann hatten wir ja am Wochenende, oder letzte Woche war es dann schon, die große Nachricht der Weltgesundheitsorganisation WHO. Da ging es natürlich um die sogenannte Affenpockenkrankheit, die ja angeblich sehr, sehr schnell in der Verbreitung ist. Ja, und da hat man ja mittlerweile auch die höchste Alarmstufe rausgerufen. Ja, was hat man gesagt? Der Ausbruch sei eine Notlage von internationaler Tragweite, soweit das WHO. Wer kann davon natürlich profitieren? Bavarian
Nordic. Die Aktie geht heute 7,5% nach oben auf 47,55 Euro, weil halt eben Bavarian Nordic der weltweit einzige Hersteller eines Impfstoffs gegen Affenpocken ist. Also die Nachricht der WHO hat natürlich Bavarian Nordic hier nochmal ordentlich Schub nach oben gegeben. Ja, eher Schub nach unten kommt von einem alten Traditionsunternehmen, nämlich von Philips. Die mussten heute nämlich ihr Umsatzziel zurücknehmen, haben gesagt, ja, gestörte Lieferketten und Inflationsdruck, das ist das eine Thema. Aber die Hauptursache für halt eben die schlechte Entwicklung bei Philips, das ist halt eben letztlich die Covid-19-Strategie in China. Wir wissen ja, die scharfen Lockdown-Maßnahmen in China bedingen ja, dass manche Städte 20, 25 Millionen Gruß dementsprechend komplett eingekästelt wurden, dass dort überhaupt keine Möglichkeit war, Freigang zu haben. Und da ist man natürlich in Asien, in China vor allen Dingen natürlich ganz klar sehr, sehr rigoros. Ja, und dementsprechend Auftragseingänge bei Philips um fast 30% zurückgegangen. Verständlich, die Aktie heute im frühen Handel teilweise um die 10% im Minus. Aktueller Kurs in etwa 19,96 Euro. Ja, hatten wir eben das große Thema der Lufthansa und den Verdi-Streik. Ja, dann scheint einer sich momentan allerdings um gar nichts zu scheren. Und das ist Ryanair-Chef Michael O'Leary. Der ist nämlich allerbester Laune und sagt ganz klar, wir haben im Frühjahr überraschend viel, viel Gewinn eingeholt. Und zwar die Ticketnachfrage gerade hier in Europa. Und wir sind ja der Billigflieger in Europa Nummer 1. Das scheint sich tatsächlich ausgezahlt zu haben. Überschuss bei knapp 188 Millionen Euro, muss man sagen. Und wenn man überlegt, ein Jahr zuvor lag man noch im Verlust, nämlich bei 273 Millionen. Verständlich, da hatten wir ja auch noch vielfach die Corona-Beschränkungen. Und jetzt sagt Ryanair Michael O'Leary, jetzt will er natürlich rund 15% mehr Flüge noch anbieten als vor der Pandemie 2019. Ja, die trotz der Engpässe an vielen Flughäfen, das scheint ihn überhaupt nicht zu interessieren. Und er wird sich wahrscheinlich sagen, ey, wenn die Lufthansa schon über 2000 Flüge streicht, ich und mein Unternehmen, wir werden fliegen, dass es raucht. Und wir werden dementsprechend auch unsere Fluggäste an die Zielflughäfen bringen. Also interessante Entwicklung bei Michael O'Leary, bei der Ryanair, die Aktie aktuell bei 12,82 Euro. Ja, das ist das, was wir heute so in etwa grob im Tagesgeschehen hatten. Und jetzt schauen wir mal so ein bisschen auf die Woche voraus. Klar, dass natürlich die großen Themen Inflation, Rezession, Gasversorgung, ich habe sie ja schon alle angesprochen, natürlich an erster Stelle stehen. Dazu haben wir momentan auch eine politische Krise in Italien. Mario Draghi hat ja nun mal den Hut geworfen. Jetzt gilt es da natürlich dann halt eben auch noch Neuwahlen zu starten. Und meine, das ist natürlich nichts, was gerade die Europäische Union unbedingt stärkt. Aber wie gesagt, müssen wir abwarten, was da in Italien tatsächlich rauskommt. Wichtigsten Termin der Woche habe ich ihn genannt. Das ist nämlich, wie gesagt, die Leitzinsentscheidung der FED am Donnerstag. Wie gesagt, wir werden sehen, ob 0,75% oder vielleicht sogar ein ganzes Prozent. Ja, und dann haben wir diese Woche natürlich noch jede Menge Quartalszahlen. Ich habe mal die wichtigsten jetzt rausgesucht. Airbus habe ich schon angesprochen aus Deutschland. MTU wird noch Zahlen präsentieren. Mercedes-Benz, Volkswagen, BASF, Linde ist auf jeden Fall mit dabei. Heidelberger Zement, Puma und auch die Deutsche Börse AG, der Börsenplatzbetreiber hier in Frankfurt. Da bin ich schon sehr gespannt auf das Handelsergebnis. Und dann natürlich in den Vereinigten Staaten die Dickschiffe, die Tech-Giganten, muss man sagen. Alphabet, der Mutterkonzern von Google, Meta, Mutterkonzern von Facebook, eine Amazon, eine Apple, eine Microsoft und eine Old Big Blue
Intel, all diese Unternehmen werden Zahlen präsentieren und dann werden wir mal schauen, ob nicht eventuell der Tech-Sektor in den Vereinigten Staaten wieder anzieht, wenn denn die Zahlen gut sind. Und vielfach, das habe ich Ihnen schon häufig gesagt, sind es nicht immer unbedingt nur die Zahlen, nein, der Ausblick der Vorstandsvorsitzenden, der ist meistens manchmal sogar noch etwas wichtiger. Und wenn wir heute schon den Montag haben, schauen wir direkt mal auf morgen, auf den Dienstag, was da so genau ansteht. Da haben wir zum Beispiel aus Deutschland eine Amadeus Fire oder eine Wintershall Dea. Dann haben wir aus Amerika eine General Motors, dann United Parcel Service, dann General Electric, 3M. Jetzt fängt es an, spannend zu werden. Zahlen von Coca-Cola und McDonald's morgen. Und getrunken und gegessen wird ja immer. Also da kann man natürlich ganz klar so ein bisschen Stimmung auch der Verbraucher in den Vereinigten Staaten dran absehen. Dann haben wir noch Zahlen von Raytheon und von Kimberly-Clark. Und worauf ich ganz besonders gespannt bin, sind morgen aus Frankreich die Halbjahreszahlen von Louis Vuitton Moët Hennessy, weil das ist ja einer meiner bevorzugten Aktien, weil ich ja immer sage, Luxus geht eigentlich immer. Und dann, wie schon angesprochen, die Deutsche Börse AG morgen mit den Q2-Zahlen, dann noch Microsoft morgen, Alphabet morgen, Visa morgen und noch Texas Instruments. Also, morgen jede Menge los am Markt. Und da werden wir halt eben dementsprechend mal schauen, ob denn vor allen Dingen die Tech-Werte in den Vereinigten Staaten jetzt so liefern können, dass halt eben auch die Technologiebörsen, die Nasdaq, tatsächlich mal wieder ein wenig anziehen. Ja, das war mein Wochenüberblick, mein Tagesüberblick heute, was an der Börse so gespielt wurde, was diese Woche dementsprechend noch ansteht. Da haben wir natürlich wirklich viel, viel Holz, was wir abarbeiten müssen. Dazu halt eben auch noch am Mittwoch für alle, die natürlich schon drauf warten, eine weitere Ausgabe von Nicoles Hot or Not. Da werden wir zum Beispiel nochmal ganz speziell auf drei Aktien eingehen. Das ist nämlich dann die Uniper, da ist die BASF unter anderem auch mit dabei. Also ganz tolle Papiere und sie hat ja ein Special geplant in Hot or Not diese Woche. Es geht um Modeaktien. Habe ich natürlich ganz klar Analysen betrieben, stehe natürlich unserer Nicole Rede und Antwort. Dieses Video dementsprechend dann am Mittwoch. Dann wieder ein Mix Insider von mir am Donnerstag. Dürfen Sie sich überraschen lassen, welches Unternehmen ich mir da natürlich wohlfeil ausgesucht habe. Ja, und am Freitag ist dann natürlich der Dreier-Zoom angesagt. Heißt immer noch ohne Jürgen, der ist ja noch in Urlaub, ist ja gerade erst seine erste Woche. Heißt also, Nicole, Jens und ich werden Ihre Fragen zu Einzelaktien analysieren. Also können Sie der Nicole schon schön schreiben. Wenn Sie etwas zu einer Aktie wissen wollen, dann sucht sie sich immer die besten Fragen aus, die Jens und ich dann am Freitag natürlich dementsprechend beantworten werden. Das war's schon wieder von mir in aller Kürze heute mal. Die Börse kompakt. Etwas anders, in einem etwas anderen Format. Ich will hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn es das hat, lassen Sie mir da ganz einfach einen Daumen oder ein Like da. Tut mir auch gut. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Handelswoche. Wir sehen uns baldist wieder.